von diesen erneuerbaren Energieträgern, die tatsächlich für den Wärmebereich gut geeignet sind, insbesondere im Neubau und im Bestand, wenn der saniert wurde. Wichtig ist aber dafür auch nochmal zu betonen, dass wir natürlich sehr viel Ökostrom brauchen werden, um diese Wärmepumpen auch zu betreiben. Das heißt, damit sie wirklich ihre volle Kraft entfalten können für den Klimaschutz, brauchen wir unbedingt einen größeren Ausbau von erneuerbaren Energien, also sprich vor allen Dingen von Wind und Sonne.